Die Team of the Year Upgrade SBC sind da und wir können uns sie richtig geiler craften. Freunde, EA hat gestern so viele Packs rausgebracht, dass man da schon glatt den Überblick verliert, welche SBCs man abschließen sollte. Und ich zeige euch, welche SBCs ihr abschließen müsst, in welcher Reihenfolge ihr craften sollt, um möglichst viel SBC-Futter zu bekommen, um dann beispielsweise den Flashback Pogba oder den POTM Mbappé zu machen, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen werden. Und im besten Fall zieht ihr auch noch einen Mbappé oder Messi Team of the Year. Ja, Freunde, ihr seht die ganzen SBCs, die rausgekommen sind. Wir haben unglaublich viele. Wir haben wie immer die Premium League Upgrade SBCs bekommen, dieses Mal aber mit einem kleinen Unterschied. Wir haben statt 12 Spieler nur noch 8 Spieler drin, aber es sind immer noch 3 seltene zum Glück. Passend dazu haben wir dann auch nochmal die ganz normalen Upgrade SBCs bekommen, wo wir nur 3 Spieler haben und einen seltenen. Und zusätzlich neu in diesem Jahr ein Doppel 81 Plus Upgrade Pack und ihr seht hier unten ein 75 Plus Player Pack. Plus dazu kommen noch die Ligen SBCs, die immer noch draußen sind. Und wir nehmen jetzt schon mal direkt die relevanten SBCs und markieren die als Favorit. Dafür brauchen wir einmal das Upgrade für gemischte Ligen. Das ist die Premium Ligen SBC. Dann brauchen wir die Premium League Gore Upgrade SBC, den 75 Plus Player Pick und die normale League Gore Upgrade SBC. So sollte das dann bei euch jetzt aussehen. Und wir werden jetzt mit diesen 4 SBCs eine komplette Runde machen. Es ist wie immer beim Craften. Die erste Runde ist die teuerste. Danach wird es immer einfacher und einfacher. Ihr braucht für die erste Runde ungefähr 45.000 Münzen. Allerdings wird euch danach jede Runde nur noch 30.000 Münzen kosten. Ihr bekommt 10.000 Münzen zurück. Das heißt, effektiv zahlt ihr danach für jede Runde nur 20.000 Münzen. Ihr bekommt für diese 20.000 Münzen aber auch 10 Packs. Legen wir los. Im ersten Schritt müssen wir dreimal die Premium League Or Upgrade SBC abschließen. Hierfür kauft ihr euch 33 Rares, sodass ihr insgesamt dann 3 Packs abschließen könnt. Jetzt habt ihr die 3 Packs. Da drinnen haben wir insgesamt 24 Gold und 9 davon sind selten. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Chance, einen Team of the Year zu ziehen. Aktuell gibt es aber keine League Or Team of the Year in den Packs zu ziehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze erst am Donnerstag zu machen. Dann am Donnerstag sind dann alle Team of the Year zu ziehen. Das heißt, ihr habt die Chance, Mbappé Team of the Year, Messi Team of the Year und Hakimi Team of the Year zu ziehen. Wir öffnen mal ganz schnell die 3 Packs. Und wir haben im ersten sogar direkt einen Inform drin. Ne? Also SBC-Futter könnt ihr daraus auch ziehen. Alle Spieler kommen in den Verein rein, falls ihr ein Duplikat habt. Es ist natürlich unlucky gelaufen, müsst ihr aber abstoßen, damit ihr die anderen Packs öffnen könnt. Zweites Pack ist auch offen. Wir haben wieder ein Duplikat, wird abgestoßen. Und wir ziehen auch nochmal das dritte Pack. Alles kommt jetzt in den Verein rein. Den letzten brauchen wir dieses Mal nicht abzustoßen. Und jetzt haben wir sehr, sehr viele League-On-Spieler im Verein drin. Wir gehen zu den Ligen-SBCs rüber zur League-On-SBC. Und hier schauen wir jetzt, aus welchem Verein wir die meisten Spieler gezogen haben. Wir haben zum Beispiel von Monaco 5 Spieler gezogen. Die 4 da unten hatten wir schon vorher. Und diese Spieler können wir jetzt dafür benutzen, die SBC abzuschließen. 4-5 Spieler kaufen. Das ist auch so gedacht, aber mindestens die Hälfte schafft ihr dann locker aus dem Verein. In unserem Fall müssen wir hier 700 Münzen pro Spieler zahlen. Nehmen wir mal an, ihr müsst 5 oder 6 Spieler kaufen, dann sind das ungefähr 4.000, die ihr hier zahlen müsst. Ihr bekommt allerdings natürlich auch ein Tradable-Pack zurück mit insgesamt 24 Objekten. Das Pack könnt ihr direkt aufmachen. Vielleicht habt ihr hier wieder was Gutes drin. Wenn nicht, schauen wir einfach gleich nach, ob wir hier irgendwas Wertvolles drin haben. Von den Spielern her sollte hier nichts krass Wertvolles drin sein. Ihr könnt jetzt alles verkaufen, was nicht aus einer Top-Liga ist. Zum Beispiel australische Liga verkauft ihr, belgische, türkische, spanische behaltet ihr, französische könnt ihr auch behalten. Oder falls der Spieler viel wert ist, könnt ihr den auch verkaufen. Den Gold Rare könnt ihr verkaufen, könnt ihr allerdings auch behalten, um dann für die nächste Runde einen Gold Rare weniger kaufen zu müssen. Und diese ganzen Verbrauchsobjekte könnt ihr dann discarden. Jetzt könnt ihr diese paar gezogenen Spieler nutzen, um diese SBCs zu machen. Dadurch spart ihr ein paar Coins, aber natürlich müsst ihr den größten Teil kaufen. Und das machen wir jetzt einmal schnell. So, Ligen SBCs sind abgeschlossen und wir haben jetzt insgesamt 4 Packs bekommen. Eigentlich 5, aber das eine League Or Pack haben wir schon aufgemacht. Und schaut mal her, was das jetzt für Packs sind. Wir haben hier 6 seltene Goldspieler, 6 Non-Rares. Wir haben hier 3 seltene Goldspieler, 3 Non-Rares. Hier haben wir 6 Rares, also ein 25k Pack. Und hier haben wir noch ungefähr 3 seltene Goldspieler und 3 Non-Rares. Zusammengerechnet mit den 9 Rares aus den 3 Premium League Or Upgrade Packs müssen wir insgesamt 27 Gold Rares haben. Und da wir hier ein Pack tradable haben, ziehe ich einfach mal 3 Gold Rares ab, sodass wir im Endeffekt auf vermutlich 24 seltene Goldspieler kommen. Kann auch etwas weniger sein, falls den guten Spieler gezogen habt, aber ihr werdet immer mindestens 22 seltene Goldspieler haben. Wir öffnen mal das Tradable Pack, schauen, was drin ist, was wir daraus verkaufen können. Und wir haben hier 2 83er drin, die aktuell knapp 2000 Münzen wert sind. Das heißt, wir bekommen hier schon mal locker 4000 Münzen zurück. Und wir haben hier noch 4 weitere Spieler drin. Deswegen meinte ich auch am Anfang, dass ihr 10.000 Münzen zurückbekommt. Das liegt halt einmal an diesem Pack und an dem League Or Pack. Pi mal Daumen sollten es 10.000 Münzen sein. Wir öffnen natürlich auch nochmal schnell die anderen 3 Packs. Wir haben hier, glaube ich, ein... Boah, lass mich nicht lügen. Auch ein 25k Pack, oder? Was haben wir hier?
Oh, Delicht. 85er SBC-Futter. Sehr, sehr nice. Das ist, glaube ich, sogar ein 45k-Pack. Wir haben hier 6 seltene Goldspieler, 6 Non-Rares. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die kommen jetzt nämlich alle in den Verein rein. Das 25k-Pack geht auf. Wir haben... Oh, ich glaube, es war kein Walkout. Sieht nach Araujo aus. Ja, kommt auch in den Verein. Und das letzte Pack geht auch nochmal auf. Hier haben wir auch nichts wirklich Besonderes drin. Aber auch hier wieder sehr viele Spieler kommen alle in den Verein rein. Jetzt haben wir im Endeffekt 45.000 Münzen bezahlt für diese ganzen Packs. Wir haben jetzt aber wieder sehr viel im Verein drin. Wir haben mindestens 22 seltene Goldspieler drin. In der Regel sogar noch etwas mehr. Außer ihr zieht halt viel SBC-Futter oder viele gute Spieler. Und wir haben jetzt auch nochmal mindestens 16 untradable Non-Rares im Verein drin. Und jetzt liegt es in eurer Hand, was ihr mit den Non-Rares macht. Freunde, bevor wir zum nächsten Schritt übergehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch bis hierhin schon helfen konnte. Die Crafting-Methode diesmal ist echt nicht so einfach. Ich musste mir da auch sehr viele Gedanken zu machen, ob das Ganze auch wirklich so richtig ist. Von daher, wenn ihr das appreciaten wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Wir gehen auf die 21.000 Abonnenten zu. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die voll machen könnten. Wir werden natürlich auch einige Non-Rares dabei gehabt haben aus der Premier League, aus der Bundesliga. Die behaltet ihr natürlich, damit ihr gleiche Ligen-SBCs günstiger abschließen könnt. Aber ihr zieht natürlich auch Gold-Non-Rares aus der ukrainischen Liga, die ihr zum Beispiel nicht dort abgeben könnt. Und hier könnt ihr euch selber entscheiden. Macht ihr das League-Go-Upgrade-Pack oder macht ihr den 75-Plus-Player-Pick? Das heißt, wenn ihr auf SBC-Futter gehen wollt, würde ich euch empfehlen, die 75-Plus-Player-Picks zu machen. Allerdings werdet ihr mit den League-Go-Upgrade-Packs günstiger die League-Go-Ligen-SBC hier abschließen können, weil ihr halt nochmal zusätzlich 3 League-Ausspieler drin habt. Das liegt, wie gesagt, in eurer Hand. Ich persönlich würde einfach für den Spaßfaktor nochmal die 75-Plus-Player-Picks mitnehmen. Es macht einfach Spaß, ein paar Player-Picks aufzumachen. Und davon können wir jetzt nochmal 2 Stück locker machen. Das meinte ich vorhin. Ihr habt ja halt Ligen dabei, wie zum Beispiel die spanische, englische Liga, die behaltet ihr. Und so Ligen wie die australische, schottische, die könnt ihr alle abgeben. Je nachdem, wie viele Spieler ihr aus einer Top-Liga zieht, könnt ihr halt dementsprechend 1 oder 2 Player-Picks machen. In meinem Fall waren es noch 2. Die schauen wir uns natürlich mal kurz gemeinsam an, ob die auch auf dem Account so gut sind. Und wir haben im ersten nichts Besonderes drin. Ihr könnt ihr übrigens auch wieder schlau entscheiden. Ich persönlich nehme hier den Copa Libertadores Spieler, damit ich den dann für die Ligen-SBC nicht mehr kaufen muss. Und im zweiten Pick haben wir hier immerhin 84er drin. Wieder gutes Futter. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 2 Player-Picks for free bekommen. Wir haben nochmal ein paar Gold-Non-Rares im Verein drin. Und wir haben noch sehr viele Gold-Rares im Verein drin. Wir haben insgesamt noch mindestens 22 Gold-Rares drin. Damit können wir 2 Premium League Go Upgrade Packs for free machen. Und danach müssen wir nur noch 1 kaufen, damit wir wieder mit den Ligen SBCs weitermachen können. Und damit beginnt jetzt quasi die zweite Runde. Bis eben war das die erste Runde, ab jetzt beginnt die zweite Runde. Das heißt, das Ganze wiederholt sich. Wir machen wieder 3 Premium League Go Upgrade Packs. Dieses Mal können wir halt, wie gesagt, 2 aus dem Verein machen und müssen nur noch 1 kaufen. Gehen danach rüber zu den Ligen SBCs, schließen diese ab, machen dort wieder die Packs auf, haben wieder sehr viele Goldspieler im Verein, können damit dann wieder 2 Premium League Go Upgrade Packs machen. Und so zahlt ihr dann nach der ersten Runde im Endeffekt nur noch 20.000 Münzen pro Runde und ihr bekommt immer 10 Packs. Und jetzt vergleicht das Ganze mal, wenn ihr einfach nur stumpf 3 Premium League Go Upgrade SBCs abschließt, ohne irgendwie zu craften, zahlt ihr dafür genauso 20.000 Münzen. Und wenn ihr das halt mit der Crafting-Methode verbindet, bekommt ihr nochmal 7 Packs dazu. Und diese 3 Spieler waren unsere Ausbeute aus einer Runde. Alle 85er kosten gerade 14.000, 15.000 Münzen. Das heißt, allein mit den beiden haben wir schon dick Plus gemacht. Deswegen wartet bis Donnerstag und grindet ab Donnerstag richtig rein. Ja, meine Freunde, das ist auf jeden Fall die Team of the Year Crafting Methode, wie sie aktuell steht. Vielleicht kommen in den nächsten Tagen auch nochmal ein paar andere Upgrade SBCs dazu und dann könnten wir uns vielleicht mit Bronze Packs das Ganze sogar noch for free ercraften. Aktuell müsst ihr halt ein wenig bezahlen, geht aber leider nicht anders. Falls in ein paar Tagen etwas Neues rauskommen sollte, werde ich euch auf jeden Fall ein Tutorial dazu bringen. Von daher abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und ja, meine Freunde, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.